Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Kingdom Hearts 3. Im letzten Part haben wir uns auf die Suche nach Buzz Lightyear gemacht und haben hier diesen Kaktor zusammengebaut. Doch es ist... Nein! Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Wir haben den Kaktor komplett zusammen... Fuck! Zusammengebaut. Hoch. Jetzt erst drüber. Genau. Nein! Nein! Ah, fuck! Ich habe diese Steuerung irgendwie nicht raus. Kann das sein? So, nochmal neu. So, hoch da. Machen wir es nämlich anders. So. So. Dann machen wir es halt so. So, ja, wunderbar. Ein Speicherpunkt. Und ein Mokri ist hier auch. Was will man denn mehr? Ein Tintensplitter zum Beispiel. Das ist definitiv ein überlegen wert. Mal schauen. Können wir irgendwas Interessantes herstellen? Nein, können wir nicht. Halt, wir können doch mittlerweile... Ich habe einen Fluorid. Ich könnte jetzt entweder mein Schlüsselschwert verstärken. Oder ich könnte einen Kampfhammer für Donald bauen. Item Boost. Das hier ist Aerosog und Nieschutz. Ich meine, was will man mehr? Das ist, ah, das nehmen wir, komm, das nehmen wir. Was hat das gebraucht? Mit Drilltropfen 2. So. Das schmieden wir mal kurz. So, Goofy, Uhrwerkschild und Uhrwerkschild Plus. Da schau dir das mal an. Das gibt... Ah, oh, das ist toll. Das ist toll. Dann hat es zusätzlich noch Aerosog. Regeneriert MP, wenn du Aeroschaden erleidest. Und vermeide Statusveränderung Niesen. Ah, oh, ist das toll. Das ist toll. Das ist toll. So, kann ich irgendwas Neues bei dir kaufen? Ja, ich kann mittlerweile Finstersplitter kaufen. Fantastisch. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ab in die Dunkelheit. It looked like this? Yep. Here goes. Xehanort. What do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean we'll all be like Buzz? If we don't find Andy? Wrong! Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. Huh. What? Your friends are your power? How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what, toy? Yeah, I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before.
because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature, to never ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah. You can't keep us from Andy. We're going home no matter what. And taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. No. Woody! Now! Giddy up, partner! We gotta get this wagon train a-moving! Woody. Wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey, hurry up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the heart's joint to yours. Huh? Oh. There! Careful! Whoa! Here goes! Ein riesiges UFO. Oh yeah, das wird cool. Das wird cool. Aua! Halt nein, nicht Goldtropfen. Oh, jetzt hätte ich beinahe Goldtropfen eingesetzt. Goldtropfen will ich bei ihm nicht einsetzen. Königsanhänger. Ich hoffe, du bist bereit. Ragnarök! Mach mal einen Herzkönig. Mehr kann ich nicht mehr. So, wunderbarigst. Ich würde mal sagen, ich will, glaube ich, den Königsanhänger bei ihm haben. Was ist das für eine coole Musik? So. Schnappt ihn euch. Zweite Form. Jetzt greifen wir an, jetzt greifen wir an. Hör kurz Blitzer. Fuck. Ah, hör auf. Ich würde jetzt gern auf ihn nochmal drauf, aber... Betäubungsschlag. Boah, gerade noch geklappt. Das hat aber gerade noch geklappt. Immerhin konnte ich ihm noch den Betäubungsschlag reindrücken. Na, komm her. Alter, komm her. Finale. Da krieg ich dich. Yes.
Oh, was ist das hier für eine ultra coole Musik, bitte? Yes! So, kurze Heilung. Fantastisch. Oh, oh. Das sieht nicht... Das ist nicht nett. Was macht er da? Ich weiß nicht, Hoch da. So. Ich habe was für dich. Angreifen. Yes. Ich glaube... Oh, das war sogar sehr effektiv. Das war überaus effektiv. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eher das hier. Zweite Form. Nein. Ich hab Schallschock. Nein. Fuck. Na, komm. Oh, der ist schon down? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was der noch an Energie hat. Oh, der ist schon besiegt? Autsch. Sturzhieb, das klingt nach einer Fähigkeit für den freien Fall. Eine verbesserte Version von dem Angriff, den wir jetzt schon haben. Den, wo ich eingesetzt habe gegen den Boss. Klingt danach. Warum nicht? Klingt sehr, sehr stark danach. Wäre dann also ein sehr starker Angriff. So Xehanort got away again. Yeah, he's a big chicken. I'm sorry. What? Hmm? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer with our new best friends. Huh? After all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys... I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah, and I'm the dependable one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Well, if we follow our hearts, we'll find him again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you become part of our hearts. Oh. So let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond! Oh yeah, haben wir jetzt eigentlich, was ich mich immer gefragt habe, haben wir jetzt diese Welten eigentlich komplett abgeschlossen oder gibt es danach nochmal
Missionen da, wie es in Kingdom Hearts 2 zum Beispiel der Fall war. Weil die sind ja sehr, sehr lange, die Welten. Das finde ich sehr, sehr cool. Neues Schlüsselschwert, Hilfs-Sheriff Nummer 1. Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff. Formveränderung, Hyperhammer, Drillschlag. Oh, das klingt sehr stark nach mir. Das klingt stark für... Das klingt nach einem Schlüsselschwert für mich. Das klingt definitiv nach einem Schlüsselschwert für mich. What? We're too late? Yes. Evan would know all about the replicas from his time as Vexen in the organization. He was recompleted like the rest of us, but he didn't regain consciousness. After Lee left, he must have woken and taken his leave. Alias here and Dylan went out and turned the whole town upside down to try and find him. But no Evan. That's not good. What about his research? Unfortunately, his work on the replicas was incomplete. There may still be documents around, but all of them from well before he made any significant progress. Do you have any idea where he might go? There's no place that he could go now that he's human. He has no means of leaving this world. The dark corridors are beyond his faculties and mine now. Oh, but not everyone's. What if Evan was taken? Of course! The organization could also use the replicas. To fill out their ranks. We better go tell Master Yen Sid. And Sora. And the others, too. Humanity is a precious gift, and yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition. No matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel, Vexen. Hey, a new zone. You guys should check it out. War ja fast klar, dass Vexen jetzt hat, wieder zurückkommt, sage ich jetzt mal. Was jetzt aber interessant wäre. So, folgendes. Ich habe da mal eine kleine Theorie, eine kleine Frage. So, in einem anderen Kingdom Hearts Teil war es ja so, wir haben ja, klar, wir haben ja die vernichtet, bla 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 bla, die Niemande von Organisation 13, wodurch sie wieder zum Menschen wurde, weil wir den Niemand von denen zerstört haben. So. Okay. Jetzt kommt aber das Komplizierte. Evan ist ja jetzt wieder Vexen. Bedeutet, er ist kein Mensch mehr, sondern ein Niemand. Ist dadurch jetzt wieder ein neuer Herzloser entstanden? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Weil er war ja wieder Evan, er war ja wieder ein Mensch. Ist jetzt dadurch, dass er wieder Vexen ist, auch ein neuer Herzlos entstanden? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich weiß, ich sollte über sowas nicht nachdenken, aber... Eine neue Zone reisen. Drücke L2 oder R2, um die Zone zu wechseln. Meine damit Galaxien? Bei deinem ersten Besuch wirst du deine Reise an einem der Wegpunkte der Zone beginnen.
Die meinen damit wahrscheinlich Galaxien. Schatzsphäre. Okay. So, was haben wir denn hier für neue Welten? Twilight? Nee, das ist ja die alte. Achso, ich war jetzt automatisch in der neuen. Ah, okay, sorry. Mein Fehler. So, was ist das? Monstropolis. Was ist das? Was ist das, was da unten hängt? Sind das Anhänger? Nee. Was ist denn das? Sind das Türen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Vielleicht sollten wir den Dinner. Ist es Arendelle? Es ist Arendelle. Wir wissen, wo wir als nächstes hingehen. Fuck auf das. Wir wissen, wo wir als nächstes hingehen. Sowas von safe. Arendelle. Oh, ich hab so Bock drauf. Frozen. Ein so gigantischer Film. Frozen ist so ein unfassbar gigantischer Film. Oh mein Gott, wir können nach Arendelle. Wie geil ist das? Oh, da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber erstmal wieder ein bisschen speichern. Da sollten wir Level 26 haben, stand da, glaube ich. Welches Level habe ich denn? Okay. Warte mal. Sehe ich das? Kampfstufe bedeutet. Bedeutet das, dass ich dort diesen Level haben sollte? Das bedeutet doch sicherlich, dass ich dort diesen Level haben sollte. Welchen Level sollte ich bei. 16. Ist okay. Ist okay, 18. Ja gut, dann haben die Level jetzt einfach angezogen. Das bedeutet, ich sollte hier jetzt seit 24 sein. In Monstropolis. Oder in Arendelle 26. 8 Level unterlevelt. Das könnte eine Sache sein, die mir gefällt. Das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, soll ich offscreen leveln? Eigentlich nicht. Ich habe selber die ganze Zeit darum gebettelt, dass das Spiel schwerer wird. Ich habe die ganze Zeit gebettelt, dass es mal schwieriger wird. Weißt du was? Beim nächsten Mal geht's nach Arendelle. 8 Level unterlevelt. Das könnte sich nach einem wundervollen Abenteuer anhören. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Das würde ich aber sagen, sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Kingdom Hearts 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.